Mit meinem Draht forme ich mit der Knotenschrift der Inkas 5 Fibonacci-Zahlen nach. Und jetzt brauche ich die Zahl 55, also wickle ich 5 Einer. Und ziehe den Knoten zu. Dann folgen 5 Zehner. Die werden ebenfalls durch einzelne Knoten dargestellt. Dann montiere ich den Draht auf meiner vorbereiteten Kartonplatte. Ein Stück Kupferdruckpapier wird unter fließendem Wasser eingeweicht und kommt in eine Kunststofftüte. Wo es dann 10 Minuten lang durchziehen muss. Ein Diagonalenkreuz auf meiner Metallplatte erleichtert mir das zentrische Anordnen der Druckplatte und des zu prägenden Papiers. Das ich mit einem Druckfilz abdecke. Mit einem hydraulischen Wagenhebner mit etlichen Siebdruckplatten und 4 Meter Stahlrohren habe ich mir eine Presse gebaut.
Und jetzt ist wieder Warten angesagt, 5 bis 10 Minuten, bis sich das Papier um meine Druckplatte geschmiegt hat. Und jetzt wird es richtig spannend. Und ich denke, das Ergebnis kann sich sehen lassen.